Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die sozialliberale Koalition, deren gewählter Bundeskanzler heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden soll, hat 1980 durch die Wählerinnen und Wähler eine überzeugende Bestätigung und einen Auftrag für weitere 4 Jahre bekommen. Die Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980 Herrn Strauß in das Amt des Bundeskanzlers berufen wollen. Der Vorsitzende der FDP hatte auf dem Wahlparteitag seiner Partei am 6. Juni 1980 erklärt, wer FDP wählt, garantiert, dass Schmidt Bundeskanzler bleibt. Der Wähler soll wissen, woran er ist, ohne Wenn und Aber. Die Entscheidung über uns, die FDP, ist die Entscheidung über die Fortführung der Koalition. Mit meinem Namen, auch auf Ihren Wahlplakaten, hat die FDP im Oktober 80 ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt. Und unmittelbar nach der Wahl haben die Parteivorsitzenden von SPD und FDP in einer gemeinsamen Verlautbarung den Willen ausdrücklich bekräftigt, zum Zusammenwirken und zur gemeinsamen Verantwortung für Frieden und sozialen Fortschritt auch für die kommenden 4 Jahre. Seit dem August des vorigen Jahres ist der Vorsitzende der FDP zielstrebig und schrittweise von allen früheren Erklärungen abgerückt. An diesem 9. September habe ich ihn von dieser Stelle aus zu einer klaren Antwort aufgefordert. Es hätte zu der Antwort nur eines einzigen Satzes bedurft, aber dieser Satz, wir stehen fest zur sozialliberalen Koalition, wurde absichtsvoll vermieden. Stattdessen hat die FDP 8 Tage später in der Bundestagssitzung vom Freitag, den 17. September, diesem Haus und dem deutschen Volk sehr fadenscheinige Erklärungen vorgetragen. Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. Am letzten Sonntag hatten die hessischen Wählerinnen und Wähler Gelegenheit, hierzu ihre Meinung zu sagen. Und jeder weiß, die katastrophale Niederlage der FDP in Hessen war die Antwort der Wähler auf das Verhalten der FDP-Führung hier in Bonn. Mehr als 3/4 der Bürgerinnen und Bürger sind für Neuwahlen zum Bundestag. Sie empfinden die Art des Wechsels, der heute von Ihnen in geheimer Abstimmung herbeigeführt werden soll, als Vertrauensbruch. Sie sind bitter darüber, voraufgegangene Erklärungen nachträglich als Täuschung bewerten zu müssen. Dabei wissen die Bürger, dass das Grundgesetz ihnen diese Handlungsweise ermöglicht. Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung. Herr Dr. Kohl, Sie streben eine andere Bundesregierung an, weil eine solche Bundesregierung nicht aus einem neu gewählten Bundestag hervorgehen kann. War Ihre bisherige Ankündigung von Neuwahlen
wenigstens binnen 6 Monaten, durchaus folgerichtig. Sie sollte ja auch aufgebrachte Wählerinnen und Wähler beschwichtigen. Und ihre wahrheitswidrige Parole vom Staatsnotstand soll ja nur davon ablenken, dass Ihnen sofortige Neuwahlen unerwünscht sind. Man darf aber eine Regierung nicht auf Unklarheiten aufbauen. Ich höre, dass Ihr Kollege Dr. Barzel nach mir sprechen wird. Ich billige Ihren Beifall an der Stelle. Herr Barzel hat manchmal meinen Beifall. Aber bitte, Herr Dr. Barzel, erklären Sie dann heute Morgen für die CDU-CSU, dem Bundestag gegenüber und damit dem ganzen Volk gegenüber, ohne Wenn und Aber, dass wir am 6. März einen neuen Bundestag wählen werden und auf welche Weise Herr Dr. Kohl zu diesem Zwecke die Auflösung des Bundestages herbeiführen wird. Wenn die CDU-CSU eine solche Erklärung heute unterlassen sollte, so mag das zwar den FDP-Vorsitzenden beruhigen, aber sie gefährden damit die Glaubwürdigkeit von CDU und CSU und FDP insgesamt. Und Sie würden damit den Eindruck vertiefen, dass diese drei Parteien sich hier im Bundeshaus in Bonn weit entfernt von der Stimmung im Land zu einem Manöver einigen, das von unseren Bürgern weit überwiegend missbilligt wird. Eine menschliche Gesellschaft bedarf der inneren Liberalität. Über die Qualität unserer Demokratie entscheidet zuallererst der Respekt vor der Freiheit und der Würde des anderen. Das heißt, entscheidet zuallererst das Maß an innerer Liberalität, die wir tatsächlich üben und bewahren. Ohne gelebte Freiheit gibt es keine politische Kultur.